gutes Kind, dachte ich. Ein Irrtum. Wir hofften alle. So eine Enttäuschung. Sie schien durchaus willens zu sein. Sie war zögerlich, aber sie ließ mit sich reden. Sie wirkte tapfer. Sehr tapfer, doch. Der Schein trug. Es ging ihr nur um den eigenen Vorteil. Dachte, sie wäre tapfer genug dafür. Doch. Sie ist viel zu eigennützig. So viele Menschen könnten noch leben, aber so viele sind gestorben. Ist meine Schuld. Ich glaubte an sie und holte sie aus dem Turm von Binoy. Ist es nicht? Ich bin schuld. Ich baue konstant nur Scheiße. Das war schon immer so. Nein, nein, ich war das! Es tut mir leid, ich... Stört nicht, als eine sehnsüchtige Barbe! Mir schon nicht besser dran! Es ist besser, du stirbst. Ich... Was ist passiert? Ohnmachtsanfall. Kann ich mir deine Wunde ansehen? Jetzt mal ganz ehrlich. War es hier schon so schlimm, oder habe ich die Scheiße mitgebracht? Aethias Niedergang begann lange bevor du hierher kamst. Diese Tragödie hat sich Jahrzehnte angebahnt. Dass ich hier bin, hilft keinem. Ich mache euch nur noch mehr Probleme. Frey, sag doch sowas nicht. Du verdienst mehr Güte, als man dir zeigt. Als du dir selbst zeigst. Die Wunde heilt gut, aber bitte, Frey, pass auf dich auf. Endlich bist du wach. Ich wäre fast verrückt geworden ohne Gesprächspartnerin. Ganz ehrlich, ich würde lieber liegen bleiben. Also, was ist unser nächster Schritt? Mit Bruchbob quatschen und abhauen. Okay, dann suchen wir mal unseren Freund Bob. Den müssten wir hoffentlich draußen irgendwo finden. Solltest du dich nicht noch etwas schonen, Frey? Ach, mir geht's gut. Dank dir. Ach, sei nicht albern. Das war nicht der Rede wert, wirklich. Alles gut? Geht schon. Mir war nur kurz schwindelig. Mehr nicht. Glaubst du, Orden geht's gut? Sie Nein. scheint zurzeit nicht viel Schlaf zu bekommen. Okay, wir gehen mal nach Bob schauen. Den sollten wir auch laut Marker hier unten irgendwo finden können. Richtung Unterstadt nehme ich an. So, hier vorne sollte es weiter runtergehen. Ja, perfekt. Bin gespannt, wo wir ihn aufgabeln werden. Wir hier durch. Nein. Können wir denn hier irgendwie überhaupt irgendwo weiter? Können wir denn klettern? Nee, auch nicht.
Das bedeutet, wir müssen den anderen Weg hier runter. Gehen wir mal den Hauptweg weiter. Dann wird er wohl wirklich hier irgendwo in der Unterstadt sein. Kann das sein? Ah, okay, er wird hinten Richtung... Ja, 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 da wo wir ihn vorher schon mal gefunden haben, wo der Baum auch war. Da wird er wohl zu finden sein. Ist halt die Frage, ob er wieder am Baum ist. Und wieder versucht, den irgendwie kaputt zu machen. Ich glaube, da hinten sehe ich ihn doch schon, oder? Ja, da ist er doch. Hey, Bob. Hey. Also, ich könnte dringend einen Wusch brauchen. Jetzt gleich. Also, wie genau benutze ich diese Torana-Dinger? Robian! Wow, hey, easy, Alter. Du brauchst Ruhe, mein Freund. Du siehst nicht gut aus. Alles okay? Der Zahn der Zeit macht vor nichts Halt. Und die Jahre flattern. Ich fürchte, sein Zustand verschlechtert sich. Bob, du musst dich zusammenreißen. Vergiss nicht. Das Blaue im Bauch. Und die Blumen auch. Die Verderbnis wird mit jedem Tag stärker. Ich fürchte, es geht zu Ende. Was? Nein, das darf nicht sein. Nicht jetzt. Was ist mit dem Balchenzeug? Es könnte ihn stabilisieren und die Ausbreitung hemmen. Tja, dann los. Holen wir mehr davon. Es nutzt nichts. Was wir hatten, haben wir nach dem Massaker gestern Nacht verbraucht. Wir hofften, es gäbe mehr, aber es ist nichts übrig. Shit. Er darf nicht sterben. Orden braucht ihn. Ich brauche ihn. Shit, Ethier braucht ihn. Wir müssen was machen. Beilchen wachsen hauptsächlich in Avualet. Vielleicht wirst du dort fündig. Cool. Sag mir wo. Ich geh's holen. Dann musst du zur Burgstadt gehen. Suche nach Bäumen wie diesem. Und bete, dass sie noch Harz enthalten. Okay. Ich brauche ihn. Er muss überleben. Nun, wenn du nach Avualet willst. Ich glaube, das liegt im Süden. Sollen wir? Ja, ich würde sagen, wir gehen nach Avualet. Avualet, wie es auch immer ausgesprochen wird. Und im Zweifelsfall nehmen wir da direkt noch eine Tante aufs Kreuz. Wir verlassen jetzt allerdings erstmal Seapall Richtung Süden. Heißt, wir gehen auch wieder zu unserem tollen Südtor. Warum bleibst du stehen? Hier ist sie gestorben. Kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Du hast sie gerecht. Gerecht? Ja. Sie war so süß zu mir. Ihr Leben war echt nicht einfach, aber sie war so süß zu mir. Sie hatte so viel vor sich. Den Leuten hier ist klar, wie kurz das Leben sein kann. Sie leben im langen Schatten des Todes, den die Tantas werfen. Mag sein, dass das Kind anderen so viel Wärme schenkte, weil es um seine Sterblichkeit wusste. Sie war so jung. Aber Leute wie ich kriegen 21 Jahre. 21 nutzlose Jahre. Es ist einfach nicht fair. Hey, komm schon. Es gibt so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Ja, klar. Was hab ich denn? Eine Katze und ein Strafregister. Wenigstens stirbt in New York niemand wegen mir. Tantas Segen. Wie jetzt? Du denkst echt, dass sie nach dem ganzen Elend und der ewigen Zerstörung noch irgendwen segnen würden? Ja, in der Tat. Sie standen für das Beste in uns. Das Ideal stirbt nicht, nur weil seine Verkörperung entstellt wurde. Frey, ich will dir sagen, dass ich im Unrecht war. Ach was. Ich verkannte dich. Die Menschen haben Angst. Ich habe Angst.
Der Rat und ich können Ihnen keine Hoffnung mehr geben. Doch vielleicht kannst du es. Ich muss los. Du erweist ihr auch die letzte Ehre, hä? Fehlt sie dir? Shit, sorry, klar tut sie das. Schau mal, sie hat was dagelassen. Okay, wir machen uns auf Richtung Südtor. Oh mein Gott, hier sieht man noch die Schäden, die angerichtet wurden. Oh Mann. Ich hoffe, wir können den Leuten irgendwann wirklich Frieden bringen.